magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Getroffen zu werden. Das hast du aber toll gemacht, Troy. Du hast ihn gestoppt. Juhu. Hey, Kinder, wir wollen mit euch Fußball spielen. Ja. Okay. Super, aber weil ihr in einer Mannschaft mit euren Freunden seid, können wir auch mit unseren Freunden in eine Mannschaft. Klar. Oder? Super, ihr könnt jetzt rauskommen. Oh, oh. Bist du sicher, dass wir mit denen spielen wollen, Mila? Na klar. Wir haben auch ein tolles Team. Das ist unser Tor. Und das ist unser Tor. Okay, fangen wir an zu spielen. Ich werde Schiedsrichter sein. Klar. Okay, das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Nein, ist es nicht. Er hat ja nicht seine Hände berührt. Ah, Tor, das ist 1:0 für Team Banditen. Ja. Mila, hier drüben. Es steht 1:1. Stopp es, Morphin. Spinne! Danke, Morphin. Es steht 2:1 für Team Morphin. Tor für Team Banditen. Es steht 2:2. Ich war sicher, das Tor war direkt hinter mir. Keine Sorge, wir haben wieder den Ball. Unser Tor ist jetzt wohl im Banditenmobil. Das ist unfair. Banditen sind nie fair. Los, ihm nach. Ich hab ihn. Oh nein. Das ist super, Morphin. Du kannst fliegen. Die Glaswand. Drück den Knopf, Morphin. Ja, jetzt können wir wieder Tore schießen. Oh nein. Ich will für Team Banditen ein Tor schießen. Tschüss. Hast Angst vor einem kleinen Ball? Jetzt schieß ich! Ah! Das macht Spaß! Ich könnte das den ganzen Tag machen!
Hör auf rumzuspielen. Morphle, komm zurück. Morphle, hilf Troy. Schnell, ein Tor. Tor! Was? Ich habe ein Tor geschossen. Oh nein, es steht 3-2 für Team Morphle. Und die Zeit ist rum. Wir haben gewonnen. Du hast es geschafft, Troy. Hurra! Yay! Morphle, ein Feuerwehrauto. Hey Troy, willst du in einem echten Feuerwehrauto fahren? Das ist aber kein echtes Feuerwehrauto. Mein großer Bruder Gerben ist Feuerwehrmann. Und ich darf mitfahren, wann auch immer ich will. Ah, ein Notfall. Jetzt erlebt Morphle, was ein echtes Feuerwehrauto so kann. Das ist eine Herausforderung. Wir kümmern uns drum, Ma'am. Hä? Bitte schön. Wir haben Ihre Katze gerettet. Auf der anderen Seite der Stadt brennt ein Gebäude. Wir sind schneller. Oh nein, das Feuer ist zu groß. Wir schaffen es nicht alleine. Arbeiten wir zusammen. Es ist toll, Hilfe von einem Zaubertier zu bekommen. Morphle, wie wäre es, wenn du mit mir ab jetzt bei der Feuerwehr arbeitest? Morphle kann nicht. Morphle ist Mias Tier. Weißt du was, Feuerwehrmann Gerben? Ich glaube, ich habe das perfekte Zaubertier für dich. Aqualie, hilf deinem neuen Menschenfreund. Wow! Okay, der hier sollte weg. Morphle, verwandle dich in eine Holzfällmaschine. Fäll den Baum, Morphle. Hehehe.
Morphel mag gern Bäume fällen. Der Sturm gestern hat viele Bäume entwurzelt. Wenn Bäume nicht richtig verwurzelt sind, können sie einfach plötzlich umkippen. Und das kann sehr gefährlich sein. Morphel liebt es, Bäume zu fällen. Oh nein, guck mal. Ach du heiliger Bimbam. Ist alles okay, Professor Rashid? Das ist meine neueste Erfindung. Alles, was ich damit bestrahle, wird entweder sehr groß oder sehr klein. Ah, super. Ah, Morphel fällt einen Baum. Hör auf! Oh, Morphel, hör auf! Diese Bäume müssen nicht gefällt werden. Oh nein, Morphel hat zu viele Bäume gefällt. Mein wunderschöner Wald ist weg. Wo werden jetzt die Waldtiere leben? Das Nachwachsen der Bäume wird Jahre dauern. Morphel tut es leid. Halt! Ich habe eine Idee. Professor Rashid, können wir Ihre Erfindung ausleihen? Morphel, verwandle dich in einen Roboter. Das war spektakulär. Oh, mal schauen, was unsere Helden Mila und Morphel dazu sagen. Ihr habt die Banditen schon wieder gefangen. Ihr müsst euch super freuen. Ja. Morphel kann wirklich alles. Er ist das beste magische Haustier der Welt. Oh. Nahaufnahme der Gefühle. Das war Charlotte Scoop für PRY-Nachrichten. Mila und Morphel, könnt ihr helfen? Mein Ball steckt auf dem Dach fest. Natürlich. Morphel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Super. Mila und Morphel haben gerade diesem Jungen mit seinem Ball geholfen. Das, was ihn am glücklichsten macht. Erzähl dem Publikum, wie fühlt ihr euch? Okay, glaube ich. Oh, ich kann es nicht erwarten zu sehen, was sie als nächstes tun. Wow! Bitte erzählt dem Publikum, was ihr gerade macht. Wir decken den Tisch. Wow, ihr deckt den Tisch und seid für Kinder auf der ganzen Welt ein Vorbild. Ah, nicht schon wieder. Was werdet ihr denn heute tun? Wir werden heute gar nichts tun. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Halt! Oh nein! Morphel, fahr schneller! Verwandle dich in ein Schnellboot, Morphel! Ein Schnellboot. Wie aufregend. Wann hast du deine tiefe Liebe zum Meer entdeckt? Wie sind sie? Ach, auch egal. Morphel, verwandle dich in ein Flugzeug. Ach,
kann uns ja wohl nicht in die Luft folgen. Ah, wartet, ich habe noch mehr Fragen für euch. Oh nein! Morphel, wir müssen ihr helfen. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Mila und Morphel. Wenn sie uns nicht gefolgt wären, wäre das nie passiert. Ich hoffe, sie lernen daraus. Ganz bestimmt. Es war spektakulär. Ich persönlich kann nicht erwarten, was Mila und Morphel morgen machen werden. Oh nein. Morphel, verwandle dich in einen Basketball. Okay, April, spielen wir. Wir wollen auch Basketball spielen. Oh. Okay. Wir kriegen zuerst den Ball, weil wir groß sind. Hey, ihr dürft meine Mütze nicht anfassen und auch nicht mit dem Ball laufen. Das verstößt gegen die Regeln. Na, wir sind Piraten. Wir spielen nicht gerne nach den Regeln. Okay, aber wollt ihr nicht stattdessen mit unserem Ball spielen? Ich meine, eurer könnte sonst dreckig werden. Ja, da hast du recht. Gut gemacht, Phil. Passt, aber nicht gut genug. Du hast ihn fallen gelassen, Pirat Phil. Ist doch nicht meine Schuld, dass der Ball wie Gelee war. 2 Punkte für uns. Irgendwas ist verdächtig mit diesem Ball. Ich glaube, das ist Morphel, Pirat Maurice. Was? Aber das ist gegen die Regeln. Man muss Basketball mit einem echten Ball spielen. Ich dachte, Piraten mögen nicht nach Regeln spielen. Na, das stimmt. Aber das macht gar keinen Spaß. Vielleicht sollten wir einfach nach den Regeln spielen, Pirat Maurice. Schummeln macht wohl einfach keinen Spaß. Okay, na gut. Oh ja. Morphel, verwandle dich in einen Kran. Das war eine tolle Idee, Prinzessin Lila und Sir Vater mit einer Burg zu überraschen. Ja, so haben sie immer einen Platz zum Schlafen, wenn sie zu Besuch sind. Und dank Morphels Hilfe und Professor Rashids Lebendigkeitsstrahl sind wir schnell fertig. Sie haben keine Steine mehr. Morphel, verwandle dich in ein Kipplaster. Bis später, Freunde.
Wir brauchen diese Steine, Morphle. Es wird die beste Burg sein, die Sie jemals gesehen haben. Da ist er! Dein Kran hat eine Statue aus meinem Garten genommen. Und meinen Bus. Sie haben Sachen von jedem genommen. Au, Backe. Wir müssen schnell zur Burg zurück, Morphe. Ich will meine Statue zurück. Oh nein, Leute, ihr solltet doch warten, bis wir zurück sind. Wir müssen das alles an die Besitzer zurückgeben. Morphe, verwandle dich in eine Abrissbirne. Eine Burg? In dieser modernen Zeit? Überraschung! Ja, wir haben sie für euch gemacht. Es tut uns leid, Sir Vater und Prinzessin Lila. Aber wir müssen sie abreißen. Es sind ganz viele Besitztümer von Leuten darin und sie brauchen sie zurück. Keine Sorge, wir haben reichlich Material, um euch eine neue zu bauen. Diese Burg ist sogar noch besser. Ich kann mein Haus von hier sehen. Ich kann sehen, wenn du zu Hause bist. So können wir immer zusammen spielen. Wie schön, dass jeder zufrieden ist. Ich will meine Statue zurück. Mila, Morphle, ihr müsst dieses Ei zu Onkel Mortimer bringen, bevor es schlüpft. Es trägt sein neues magisches Haustier in sich. Schnell, Morphle, verwandle dich in ein Auto. Viel Glück! Ein Verkehrsstau. Morphle, umgeh die Autos. Die Verkehrsampel. Oh nein, das Ei beginnt zu schlüpfen. Wir müssen uns beeilen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Stecken im Sand fest. Morphle, verwandle dich in einen Vogelstrauß, damit du durch den Sand rennen kannst. Okay, wir sind hier, Morphle. Stopp!
magische Tier ist super, super schnell. Und ich kann fliegen. Wuhu! Hui! Hilfe! Hilfe! Bucky will nur spielen. Er beißt nicht. Schaff das Ding hier weg! Lassen Sie diese Frau in Ruhe, Mister. Wie auch immer. Vielen Dank, ihr Superhelden. Wem kann ich dafür danken? Wie heißt ihr denn? Ich kann sie nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden. Und wir haben geheime Persönlichkeiten. Gebt die Pokale zurück. Aber in der Schule habe ich nie Pokale gewonnen. Ja, jetzt bin ich ganz offiziell der weltbeste Balletttänzer. Okay, hier habt ihr die Pokale zurück. Nein, nein, den kannst du behalten. Da steht, bester im Geschnapptwerden. Wir sind Siegerstein, ja. Wir stehen hier mit den Helden, die alle Pokale der Stadt gerettet haben. Wir haben eine Frage an euch. Wer seid ihr? Wir können's ihnen nicht verraten. Wir sind die maskierten Superhelden. Und wir haben geheime... Ich bin Troy. Ich bin April. Marvin! Was ist das für ein Krach? Oh, hallo, Mr. Wanderbus. Wir bauen ein Baumhaus. Das wird unser Clubhaus. Ein Clubhaus? In einem Baum? So ein Unsinn. Ein Baumhaus zu bauen ist nicht einfach. Sowas könnt ihr gar nicht. Ich glaube schon, Mr. Wanderbus. Sie werden sehen. Hä? Zuerst müssen wir alle Bretter auf die richtige Länge schneiden. Ich glaube, eine Schere ist nicht stark genug dafür. Morphin? Morphin, eine Säge! Jetzt bauen wir sie zusammen. Schau dir diese Amateure an, Bucky.
Ich glaube, dafür brauchen wir Nägel. Morphel, morphe in einen Hammer. Das ist doch niemals ein Baumhaus. Es hat noch nicht mal ein Dach. Nun, so schlecht sieht es nicht aus, denke ich. Und jetzt machen wir daraus ein echtes Baumhaus. Morphe, morphe in einen Kran. Kran? Ja, Kran. Kran, Kran, Kran. Ui. Ja, ja, ja. Sieh dir das an, Barky. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Halt! Gib mir das Passwort. Morphe weiß nicht. Das Passwort ist Morphe. Morphe! Das ist das allerschönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Komm, Morphe. Wir holen April und Troy und feiern eine Party in unserem neuen Clubhaus. Was ist das Passwort? Das Passwort ist Morphe. Falsch. Das ist das Passwort für deinen Club. Wenn du das Passwort für meinen Club nicht kennst, tja, kommst du nicht rein. Dann macht unser Club halt ein Picknick im Gras und keine Party im Clubhaus. Hallo, Barky. Willst du zum Club gehören? Kann ich auch zu eurem Club gehören? Natürlich, Mr. Vanderbus. Das ist toll. Warum feiern wir dann nicht eine Party im Clubhaus? Wow! Ich frag mich, wie es wohl den Spielzeugdinos geht, Morphel. Verwandelt sich in einen Pterodactylus. Super, ihr seid hier, um mich zu retten. Ich stecke auf dieser Insel fest und sie ist voller riesiger Monster. Das sind keine Monster, das sind Spielzeugdinos. Nein, warte, es wird dich fressen. Die sind nicht gefährlich, die sind mein Spielzeug. Professor Rashids Lichtstrahl hat sie zum Leben erweckt. Wow! Wirklich? Morphe verwandelt dich auch in einen T-Rex. Das ist fantastisch! Komm, wir spielen! Tschüss, Freunde! Prinzessin sein muss so toll sein. Ich wünschte, ich wäre eine Prinzessin. Wirklich? Ja. Ich wünschte, ich würde in deiner Zeit leben. Mila? Lila? Oh.
Das wird so viel Spaß machen. Tschüss, Mila. Ich glaube, du wirst eine tolle Prinzessin. Das hoffe ich. Na los, Morphle. Keine Banditen, wir sind Sheriffs. Ja, Prinzessin Lila. Und dein Vater hat uns die Verantwortung überlassen, während er auf Reisen ist. Also können wir so viel Geld nehmen, wie wir wollen. Na, ich bin jetzt Prinzessin und ich muss meinem Volk helfen. Morphle, verwandle dich in Sir Vaters Rüstung. Sir Vater, gebt mir meine Steuern zurück. Oh, Sir, Sie sind zurück? Natürlich. Okay, Morphle, jetzt können wir den Menschen all ihr Geld zurückgeben. Das ist nicht der echte Sir Vater. Das ist Prinzessin Lila. Hallo, Sheriff. Ich bin von meinen Reisen zurückgekehrt. Ich, Sir Vater. Ja, klar. Du kannst uns nicht zweimal austricksen. Gib mir den Bart. Oh, aua. Stein, er geht nicht ab. Zieh stärker. Aua, ihr zwei habt die schlimmsten Verbrechen im Land begangen. Am Bart des Königs zu ziehen, ich werde euch in den Kerker schmeißen. Dass es so viel Arbeit ist, Prinzessin zu sein. Ich frag mich, wie es Lila in unserer Zeit geht. Aber Stein, jetzt, wo wir vorm König wegrennen müssen, können wir nie wieder Sheriff sein. Ja, Jorn, wir sind keine Sheriffs mehr. Von jetzt an werden wir Banditen sein. Ja, und unsere Kinder und unsere Kindeskinder und die Kinder unserer Kindeskinder. Ja, und die Kindeskinder unserer Kindeskinder. Hallo alle zusammen. Lasst uns von 1 bis 10 zählen. Fangen wir an mit 1. Es gibt nur ein Morphle. Yay! Jetzt lasst uns verschiedene Dinge zählen. Und was kommt nach 1? 2. 2 Autos. 1, 2. Hündchen. Und da sind 3 Hündchen. 1, 2, 3.
Schau, Morphle. Dinosaurier. 1, 2, 3, 4. 4 Dinosaurier. Polizei. 5 Polizeiautos. 1, 2, 3, 4, 5. Das war aufregend. Ja. Kennst du irgendwas, wovon es 6 gibt? Ja. Affen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Affen. Flugzeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flugzeuge. Wow! Und am Hafen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boote. Und 9 Kinder wollen Eiscreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt kommt mein Moment. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eiswaffen. Lass uns eine große Sandburg bauen, Morphle. Verwandle dich in einen Bagger. Okay, das ist also Aquali. Seine magischen Kräfte erlauben ihm zu schwimmen, wohin er auch möchte, selbst wenn dort kein Wasser ist. Ja, das ist genau das, was wir suchen. Psst, psst. Aquali, bilde einen Fluss, der direkt in die Stadt führt. Endlich können wir auch an Land unseren Unfug treiben. Jetzt können wir so viel Spielzeug stehlen, wie wir wollen. Und wir können so viel Eis stehlen, wie wir wollen. Ich liebe Eiscreme. Können wir sogar Sandburgen zerstören, die nicht am Strand sind? Wie können Sie mit Ihrem Schiff durch die Stadt segeln? Morphle, verwandle dich auch in ein Boot. Morphle, die Piraten haben Aquali. Nehmt den magischen Transporterreifen. Aquali? Morphle, verwandle dich in einen Delfin.
Irgendwas sein. Kommt immer dazwischen. Ich wünschte, wir könnten einfach mal Erfolg haben. Nein, gib das zurück. Du musst uns erst fangen, alter Mann. Mila, Morphel, die Banditen haben meinen Zeitraser geklaut. Aha, das ist das also. Komm, wir gehen mit unseren Verbrechen auf Zeitreise. Oh nein! Verwandle dich auch in einen Zeitraser, Morphel. Da sind sie. Zeit für Verbrechen in einer anderen Zeit, Stein. Aber, junge Dame, ich bin Ritter Peterian Frost und du betrittst unbefugt mein mittelalterliches Dorf. Oh nein! Verwandle dich in einen Drachen, Morphel. Warte nur ab, du Drache. Ich hole jetzt mein echtes Schwert. Die Reise ist zu Ende, Prinzessin. Geht es dir gut, meine kleine Prinzessin? Ja, lieber Vater. Dank dieser eigentümlichen Reisenden. Mila? Ich? Nein, ich bin Prinzessin Lila. Und das ist Sir Vater. Ich bin Mila und das ist Morphel. Morphel! Es ist eine Freude, euch kennenzulernen. Sagt mir, wisst ihr vielleicht, wo diese schrecklichen Banditen unseren Schatz hingebracht haben? Vielleicht. Morphel, verwandle dich zurück in einen großen Zeitraser. Das ist richtig. Rennt besser weg. Keine Drachen in meiner Stadt. Dorf. Wir sind reich, Stein. Ja, vielleicht können wir jetzt aufhören zu klauen. Nee. Gib den Schatz zurück, ihr Schurken. Oh, gehen wir, Jorn. Eure Glückssträhne ist zu Ende. Schnell, das andere Auto. Nicht cool. Sie haben diese Konstruktion gebaut, guter Herr. Sind Sie ein Zauberer? Oh, na ja, nein, ich bin ein Wissenschaftler. Wie seltsam. Na, wenn du eine Minute hast... Sir Vater scheint es hier sehr zu mögen. Na, ihr könnt uns jederzeit besuchen, wann ihr wollt. Umfang der Erde mal C, was natürlich die Lichtgeschwindigkeit ist, bei deiner Ankunft... Ich glaube, das werden wir. Das lässt sich nur durch drei bekannte irrationale Faktoren teilen und das ist dann...